im Mittelgewicht zwischen Chris, the All-American Weight Man, und Ronaldo Jacare Souza. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Mittelgewichtskampf geht. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Middleweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. A mixed martial artist holding professional record of 23 wins, 4 losses, and 1 no contest. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Ronaldo Jacare Souza! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 13 wins, 1 loss. He stands 6 feet 2 inches tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Baldwin, New York, ladies and gentlemen, presenting the former UFC middleweight champion of the world, Chris Weidman! And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean, unser Ringrichter in diesem Mittelgewichtskampf. Los geht's. Für diesen Kampf sind 3 Runden nach 5 Minuten angesetzt. Wow, die Rechte hat gesessen. MJF hat gesessen. Oh, unsauberer Punch und daneben. Klasse Haken. Klasse Treffer mit dem Kick. Er trifft mit der Linken. Schöner Superman-Punch. Ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Gute Verteidigung gegen den Takedown. Oh, was für ein Kick. Gut abgeblockt und stark mit der Geraden geantwortet. Er arbeitet zum Kopf. Schöne Kombination. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Jetzt nimmt er ihn in den Tie-Clinch. Oh ja, schön, diese Knietreffer. Ja, mal sehen, wer sich jetzt in die bessere Position bringt. Ja, schöne Kniestöße zum Kopf. Ja, Chris Weidman mit einem hervorragenden Takedown. Das macht er natürlich perfekt. Da lässt er seinem Gegner keine Chance. Das sagt er. Er wechselt wieder die Side-Control. Schöne Bewegung, die er da auf dem Boden zeigt. Er hat einen Cut an der Wange. Er kontrolliert ihn von der Seite. Er ist in der Kruzifix-Position und lässt ihn sein ganzes Gewicht spüren. Er versucht's aus der Side-Control. Oh ja, gute Kontrolle von der Seite. Weidman ist in der oberen Kruzifix-Position. Er versucht's wieder aus der Side-Control. Der Roundhouse-Kick schlägt ein. Er setzt einen Choke an. Befreit sich aus dem Anaconda. Oh, was für eine schöne Linke. Er kämpft aus der Halfguard. Schöner Block und starker Konter mit der Geraden. Ja, schöner Roundhouse zum Körper. Er verpasst ihm eine Gerade zum Kopf. Den Angriff zum Kopf sieht er kommen und er wehrt ihn stark ab. Linker Punch und Treffer. Schön. Schöner Leck. Oh, gute Kombination.
Ja, schöner Single-Leg-Takedown. Er ist jetzt in der Vollgas. Er geht zum Kopf. Jetzt könnte die Guillotine kommen. Wow, da löst er den Arm unter seinem Kinn und ist wieder frei. Was für ein Sweep. Tolle Aktion. Er hat in die Full Mount gewechselt. Sousa will eine Armbar ansetzen. Er befreit seinen Arm. Stark gemacht. Er trifft mit der rechten. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, gute Arbeit mit dem Knie. Gute Serie zum Körper. Er wechselt in die Rechtsauslage. Und da ist der Double Leg Takedown. Jetzt richtet er sich auf. Nur noch 20 Sekunden. Roundhouse Kick genau an den Kopf. Das ist ja. Sieht er überhaupt noch was? Der Cut an seiner Augenbraue ist katastrophal. Schön den Leg Kick eingesetzt. Oh, was für ein übler Uppercut. Die erste Runde ist beendet. In der Runde haben wir doch einige Submission-Versuche gesehen. You ready to fight? Ready. Ja, wir gehen in die zweite Runde. Da ist der Treffer zum Körper. Schöner Kick. Klasse Kopftreffer mit dieser Gerade. Oh, Roundhouse Kick zum Körper. Gut gemacht. Er bringt die Gerade. Super Kombination. Da täuscht er den Kick an. Oh ja, der Ellbogen landet voll am Kopf. Wow, das sind richtig gute Angriffe. Volle Kicks jetzt. Starker Tritt zum Körper. Gute Gerade. Oh, yeah. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Er bringt ihn zu Boden. Und wieder zurück in die Half Guard. Und wieder in die Full Guard. Jetzt ist er in der besseren Position. Ja, oh, ja. Er ist wieder auf den Beinen. Starker Inside-Leg-Kick. Sousa sieht nicht wirklich gut aus. Das Auge ist jetzt doch übel zugeschwollen. Der Punch sitzt. Tolle Treffer sind das. Sehr variable Angriffe. Und da zieht er den Takedown durch. Jetzt kommen beide wieder hoch. Schöner Frontkick. Ah, gute Arbeit. Und da kommt der Choke. Fast ansatzlos. Oh, der Choke ist zu gut. Der Kampf ist jede Sekunde zu Ende. Ich fasse es nicht. Die Guillotine war so gut wie durch. Aber er befreit sich doch noch. Gute Arbeit in der Side Control. Er setzt ihn von der Seite unter Druck. Weidman ist zurück in der Side Control. Wow, schöner Ellbogenschlag zum Kopf. Er geht zurück in die Side Control. Er ist in der Side Control. Er kontrolliert ihn von der Seite. Wir sind jetzt bei Halbzeit dieses Kampfes. Starker Übergang in die Full Mount. Jetzt hat er die Kontrolle. Und wieder kämpft er sich auf die Beine.
Nein, nein, aus dem Takedown wird nichts. Au, oh, die gerade sitzt. Schöner Treffer, da war der Kick zum Kopf. Sousa hat jetzt doch einige Probleme mit diesem Cut an der Augenbraue. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Ganz starker Kick zum Kopf. Ja, er bringt eine Kombination. Sehr gute Angriffe hier. Starker Kniestoß. Oh, er hat einen Anaconda angesetzt. Oh, er entkommt aus dem Choke. Schöner Wechsel in die Side Control. Oh, der Pass misslingt. Wade Man hat ihn im Kruzifix. Er kämpft von oben. Und zurück in die Side Control. Chris Wade Man glänzt bisher mit fantastischen Positionswechseln auf dem Boden. Ja, da hat ihm sein Gegner wirklich kaum etwas entgegenzusetzen. Oh ja, gute Kontrolle von der Seite. Jetzt ist er wieder in der Side Control. Ja, er kontrolliert ihn von oben aus der Kruzifixposition. Oh, ein brachialer Ellbogen zum Kopf. Klasse Bewegung am Boden, gefällt mir gut. Noch 30 Sekunden, dann ist die Runde vorbei. Er nutzt die Side Control. Er setzt ihn von der Seite unter Druck. Und zurück in die Side Control. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Ja, ein solider Uppercut. Oh, schöner Roundhouse-Kick zum Kopf. Und ein weiterer Headkick. Und das ist das Ende der zweiten Runde. Smart. This is our fight. Diese Runde hatte einige echte Highlights. Ready, fight. Ready. Nur noch 5 Minuten, dann ist dieser Kampf beendet. Und der Cut wird schlimmer, das sieht übel aus. Ja, ja, der Roundhouse Kick erwischt ihn am Kopf. Ja, und wieder der Roundhouse Kick. Noch ein Headkick und auch der kommt an. Boah, das war ein satter Ellbogen. Der Jab kommt gut. Jetzt holen sie alles aus sich raus. Schön. Tolle Angriffe hier. Schöne Gardes. Tolle Kicks. Und da steht er wieder. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Was für ein Kopftreffer, er steckt in Schwierigkeiten. Er hat seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance zur Verteidigung gelassen. Die Rechte kamen so schnell und so hart, dass der K.O. unvermeidlich war. Schauen wir uns die Wiederholung an. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Herb Gaines will stop this contest at 42 seconds of round number 3. Declaring the winner by knockout, Chris Weidman! Chris, the All-American Weidman, gewinnt hier durch K.O.